Tipp-Tutorial: Zugang zu digitalen Inhalten für Beschäftigte der Leibniz-Universität Hannover. Um als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Leibniz-Universität Hannover auch ohne Zugang zum VPN auf lizenzierte Online-Ressourcen der TIB zugreifen zu können, müssen Sie sich zunächst über den sogenannten Hahn-Server anmelden. Wenn Sie bei der Recherche in unserem TIB-Portal also auf interessante Online-Ressourcen stoßen, können Sie die Volltexte leider nicht, wie aus dem Campus-Netzwerk gewohnt, direkt über den Download-Button abrufen, weil Sie hier zunächst auf eine Paywall stoßen werden. Stattdessen sollten Sie sich an dieser Stelle den Titel oder zum Beispiel die ISBN, die Sie unter dem Bereich About this book finden können, notieren. Und dann müssen wir feststellen, über welche Plattform der Text angeboten wird. Das E-Book zu Keine Panik vor Mechanik wird zum Beispiel über Springer E-Books angeboten. Um auf die Plattform zugreifen zu können, wechseln Sie jetzt zurück auf die Homepage der TIB. Klicken Sie hier auf den Menüpunkt Recherchieren und Entdecken und wählen die Fachdatenbanken aus. Über das DBIS-Suchfeld können Sie jetzt direkt nach der gewünschten Datenbank suchen. Wählen Sie den entsprechenden Treffer aus der Liste aus und klicken Sie auf Recherche starten. Jetzt öffnet sich das Anmeldefenster für den Hahn-Server. Hier müssen Sie sich mit Ihrer Bibliotheksausweisnummer, die Sie auf der Rückseite Ihrer TIB-Card oder Ihrer Leibniz-Card finden, und dem entsprechenden Passwort anmelden. Voreingestellt ist das Passwort als Ihr Geburtsdatum in 6 Ziffern. Nach erfolgreichem Login können Sie nun erneut nach dem Titel suchen und den Volltext von hier herunterladen.